Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Velimir. Da das Jahr jetzt fast vorbei ist, soll dieses Video so ein kleiner Jahresrückblick sein. Allerdings nicht auf meine Videos. Wenn ihr da einen Jahresrückblick haben wollt, dann guckt euch die einfach nochmal alle an, sondern auf das, was in meiner Sammlung im vergangenen Jahr so los war, beziehungsweise was ich für neue Sachen bekommen habe. 2020 war für uns alle ja nicht das leichteste Jahr. Aber für meine Sammlung war es schon ein ganz gutes Jahr. Da sind nämlich echt viele coole Sachen angekommen. Die zeige ich euch heute aber nicht alle, sondern ein paar ausgewählte und zwar in ein paar Kategorien. Welche genau das sind, das seht ihr gleich. Los geht's mit dem teuersten, was ich in 2020 gekauft habe. Das ist eine Box, die ihr auch schon mal in einem Unboxing-Video von mir gesehen habt, nämlich die italienische The King of Pop Box. Und da sind ganz viele verschiedene CDs drin, in zwei Stockwerken sozusagen. Und das sind die Alben von Michael und dazu auch noch ein paar ausgewählte DVDs, unter anderem die Kurzfilme für History und das Bukarest-Konzert. Ich nehme mal hier ein so ein Ding raus, zum Beispiel mal das Dangerous-Album. Das ist dann in so einem Pappschuber drin und das kann man rausnehmen. Und dann ist hier die Special Edition von dem Album drin, eben in dieser exklusiven Italien-Pressung. Das war übrigens so, dass man das ähnlich wie bei der Visionary Box diese CDs einzeln kaufen konnte und dann in diese Box packen konnte. Diese Box gab es nicht komplett zu kaufen, zumindest nicht soweit ich das weiß, sondern man konnte sie sich nur zusammenstellen, indem man jede Woche wieder eine neue CD gekauft hat. Ja, diese Box war das teuerste, was ich in diesem Jahr gekauft habe. Die hat mich 95 Euro gekostet, was natürlich erstmal viel klingt, aber die ist sonst deutlich teurer, also meistens so um die 150 Euro. Und als die dann halt mal ein bisschen günstiger war, habe ich dann zugeschlagen, weil ich die halt auch echt sehr schön finde. Und da sind natürlich auch viele CDs drin. Das heißt, wenn man das dann runterrechnet, sind das halt nur ein paar Euro pro CD. Insofern finde ich, ist der Preis eigentlich auch ganz gut. Dann im Kontrast dazu das günstigste, was ich dieses Jahr gekauft habe. Da habe ich jetzt mal exemplarisch diese Bad CD aus der Dangerous-Ära ausgewählt. Die ist also nicht wirklich besonders, deswegen war die auch so billig. Ich habe da jetzt nur 1 Euro für bezahlt. Das kommt daher, dass ich diese CD in einem Konvolut mit drin hatte. Da waren also einige CDs, die ich dann für einen günstigen Gesamtpreis gekauft habe. Und so kommt es dann, dass diese CD dann nur 1 Euro gekostet hat, wenn man das eben runterrechnet auf die einzelnen CDs. Ist jetzt natürlich überhaupt nichts Besonderes, ganz normale europäische Nachpressung des Bad-Albums aus der Dangerous-Ära. Aber für 1 Euro, denke ich mal, kann man es auf jeden Fall mal kaufen. Und das ist also stellvertretend für ein paar CDs, nicht selten europäische Standardpressungen, die dann eben sehr günstig waren. Dann die nächste Kategorie, der beste Deal. Also was habe ich gekauft für wenig Geld, was aber viel mehr wert ist, als ich dafür bezahlt habe. Und da gibt es einige Sachen. Also ich bin immer so jemand, der Sachen kauft, wenn sie auch mal günstig sind, obwohl ich die vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte und jetzt nicht unbedingt ganz oben auf meiner Kaufliste standen. Und genau eines von diesen Sachen war diese Smooth Criminal CD. Das ist eine amerikanische, also eine US-amerikanische Promo-CD. Und ja, ich zeige euch nochmal die Disc, die ist ein bisschen besonders. Da ist so eine Silhouette von Michael drauf. Das ist halt so eine kleine Besonderheit noch. Bei vielen Promo-CDs ist es ja so, dass da irgendwie nur ein Track drauf ist und dann irgendwie die Radio-Version von dem Song. Aber hier sind 6 Tracks drauf, also auch der A Cappella-Mix zum Beispiel. Sehr cool. Und die ist normalerweise wirklich teuer. Also ich würde sagen, so ungefähr 100 Euro ist so der Normalpreis. Und ich habe die für 10 Euro gekriegt. War ich auf eBay sehr schnell dabei und habe mir die gesichert. Die hätte ich mir natürlich für 100 Euro auch nicht gekauft, aber für den Preis natürlich super und ein absolutes Schnäppchen, was ich in diesem Jahr geschossen habe. Als nächstes ein bisschen was Größeres und ihr seht da ja eigentlich fast nie Merchandise bei mir, aber bei diesem Koffer aus der Bad Era musste ich einfach zuschlagen. Der hat mich nämlich auch nur 30 Euro gekostet. Und normalerweise ist der viel teurer und ich habe auch hier einen Screenshot von einer eBay-Auktion aus diesem Jahr, wo der für fast 200 Euro verkauft wurde. Ist natürlich die 30 Euro sehr gut angelegt. Hier auf der anderen Seite noch das Bad-Logo in groß. Ist also, wie es hier schon oben steht,
in der Bad Era ein Werbeartikel für Pepsi gewesen. Da gibt es ja einige Pepsi-Merchandise-Dinge und dieser Koffer gehört eben dazu. Ich sehe, dass da was drin ist. Das liegt daran, dass ich im Moment echt wenig Platz habe und manche Sachen, die halt ich gerade nicht in meiner Vitrine habe, die kommen dann zum Beispiel hier in diesen Koffer, damit die sicher sind. Auf jeden Fall sehr cool. Der Koffer gefällt mir total gut, auch so ein Retro-Design. Und da bin ich natürlich sehr gefreut, dass ich den für so einen geringen Preis bekommen habe. Das letzte aus der Kategorie Bester Deal ist diese History Promo CD aus dem UK. Ihr seht schon, die Farbe, die ist ganz anders, als man das von History kennt. Sonst ist History ja immer in diesem Schwarz und Rot vom History-Album irgendwie gehalten. Aber das hier ist eben so ein dunkles Blau. Ihr seht hier unten noch diesen Sticker mit dem Datum 16. Juni 1995. Und auf der Rückseite das Epic und das MJJ Productions Logo. Und das hier ist so eine Art Umschlag aus so einer dünnen Pappe. Wenn man das hier aufklappt, dann ist hier drin die normale UK Erstpressung des History Albums. Also bei dem Album selbst dann keine weiteren Besonderheiten. Besonderes also dieser Pappumschlag und in der Mitte von diesem Ding ist dann auch nochmal dieses MJ History Logo. Wirklich sehr cool, habe ich dieses Jahr auch für knapp 30 Euro gekauft und den Wert würde ich auf ungefähr 150 Euro schätzen, also wirklich normalerweise sehr teuer und auch ein sehr begehrtes Sammlerstück. Hier habe ich auch noch einen Screenshot von einer eBay Auktion, an dem ihr sehen könnt, dass das wirklich auch für den Preis schon weggegangen ist. Also habe ich wirklich großes Glück gehabt, das für noch nicht mal 30 Euro zu ersteigern. Ja, wo gute Deals sind, sind manchmal auch schlechte Deals, zumindest vermeintlich schlechte Deals. Damit meine ich jetzt Sachen, die ich für einen Preis gekauft habe, der höher ist als der Wert, also was ich jetzt als den Wert beziffern würde. Manchmal ist es aber einfach so, dass man was ganz Bestimmtes gerade noch haben möchte, um irgendwie ein Set voll zu kriegen, deswegen auch bereit ist, da ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen. Das ist bei mir in diesem Jahr der Fall gewesen bei der australischen 3D Blu-ray von dem This Is It Film. Also ihr seht hier dieses Logo, das ist dieses typische Logo für australische Releases, eben was Jugendschutz und sowas angeht. Dreh es nochmal um. Das ist eben der This Is It Film auf Blu-ray und wenn man einen 3D Blu-ray Player hat, dann kann man auch Ausschnitte aus Thriller, dem Earth Song und Smooth Criminal auf 3D sehen, was ja für die Shows so produziert wurde. Und da ich die verschiedenen Versionen vom This Is It Film sammle und mich besonders diese 3D Blu-ray Promos, die halt nicht im Handel erhältlich waren, sondern die man nur bekommen konnte, wenn man so einen Blu-ray-Player, so einen 3D-Blu-ray-Player irgendwie gekauft hat, wollte ich die halt gerne haben. Und die habe ich auch nicht alleine bekommen, sondern da hat mir ein Sammler aus Australien geholfen, die zu bekommen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut und da habe ich jetzt insgesamt halt irgendwie 40 Euro für bezahlt und ich glaube sogar ein bisschen mehr, obwohl ich jetzt eher sagen würde, dass der Wert von dieser 3D-Blu-ray-Promo eher so bei 25 Euro liegt. Aber die wollte ich halt unbedingt haben und habe mich natürlich dementsprechend auch gefreut, dass ich die dann bekommen habe, auch wenn der Preis halt ein bisschen höher war. In der letzten Kategorie zeige ich euch dann jetzt noch Sachen, wo ich mich einfach besonders gefreut habe, dass ich die in diesem Jahr gefunden habe, die vielleicht selten sind oder die auch einfach ganz oben auf meiner Kaufliste gestanden haben und die ich dann in diesem Jahr gefunden habe. Da habe ich hier diese niederländische Kassettensingle von Black or White. Die sieht auch schon so ein bisschen besonders aus wegen dieses Kassettensingle-Logos, was eben ja ein Logo von so einer Serie ist, in der auch andere Singles noch von anderen Künstlern erschienen sind. Und die ist halt wirklich schwer zu finden, auch wenn es jetzt nur eine niederländische Pressung ist und nicht irgendwie was aus einem ganz kleinen, exotischen Land irgendwo in Asien. Jetzt zeige ich auch nochmal die Kassette. Die habe ich halt in diesem Jahr bekommen und auch wirklich für wenig Geld bekommen. Da habe ich mich total gefreut. Ich glaube, die steht auch wirklich auf den Kauflisten großer Sammler, weil die echt schwierig zu finden ist. Da habe ich mich, ich sage es nochmal, sehr gefreut, dass ich die dieses Jahr gefunden habe. Aus der gleichen Serie gibt es auch noch, das ist noch viel seltener, die Remember the Time Single. Das wäre dann vielleicht noch was fürs nächste Jahr. Dann habe ich in diesem Jahr die History Ghost Single auf CD aus Japan bekommen. Die war einfach schon so lange auf meiner Kaufliste, aber die habe ich nie gefunden. Zumindest nicht für einen adäquaten Preis mit Obi-Streifen. Aber in diesem Jahr war es dann soweit, die habe ich gefunden und
Auch da freue ich mich wirklich sehr, deswegen kommt die in diese Kategorie. Und das letzte ist etwas, was ich auch schon mal auf diesem Kanal ausgepackt habe, nämlich die Todo Mi Amo Eres Tu Promo Vinyl Single aus Kolumbien. Die habt ihr in meinem Video gesehen, wo ich dieses große Paket aus Kolumbien bekommen habe. Das sage ich euch auch gerne nochmal. Ist also hier so ein, naja, so ein aufklappbarer Einleger im Prinzip nur. Und dann ist hier diese 7 Zoll Single mit dem Track Todo Mi Amor Eres Tu auf beiden Seiten. Ist ein wirklich schönes Lied, auf Spanisch gesungen, also ein bisschen was Besonderes. Kam bei uns in Europa ja größtenteils erst 2001 bei der Special Edition vom Weltalbum raus. Und da habe ich mich auch wirklich sehr gefreut, dass ich die bekommen habe dieses Jahr, vor allem, weil ich die ja auch geschenkt bekommen habe, wie ich ja auch in dem Unboxing-Video schon gesagt habe. Wirklich eine ganz tolle Vinyl-Single, wo ich mich sehr freue, dass ich die habe. Als letztes noch eine Vorschau auf 2021 bzw. auf Dinge, die ich mir für dieses Jahr wünsche. Ich habe versucht, mal 5 Sachen rauszusuchen, habe ich mir auf so einen Zettel geschrieben, die ich noch nicht habe, die ich mir aber wünsche und wo es auch einigermaßen realistisch ist, dass ich die vielleicht im nächsten Jahr kriege. Dann gucken wir mal in einem Jahr, was davon ich wirklich bekommen habe. Ganz oben auf meiner Liste steht die Kassettenversion des Dangerous Albums aus Japan. Ich weiß, dass die wirklich selten ist und ich habe die auch erst ein oder zweimal überhaupt gesehen, dass die verkauft wurde. Und das war dann auch jeweils für einen 3-stelligen Betrag. Aber natürlich habe ich trotzdem Hoffnung, dass ich die im nächsten Jahr mal finde für einen geringeren Preis. Drückt mir die Daumen, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Eine ähnliche Kategorie, ebenfalls sehr selten und oft auch sehr teuer, ist das Thriller-Album auf Kassette aus Japan und zwar in der Metal Master Sound Edition. Auch diese Kassette ist sehr selten und sehr teuer. Auch die ist so am oberen Rand von realistisch, dass ich die bekomme für 2021. Das wäre auf jeden Fall echt cool. Ich habe da ja schon die Vinyl-Version, die jetzt nicht so wahnsinnig selten ist, und die Kassettenversion wird dann noch super gut zu passen. Dann wünsche ich mir sehr die Leave Me Alone Single aus dem UK in der Pop-Up Edition. Hier bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass ich die finde. Die sieht man schon ab und zu mal, auch wenn die meistens relativ teuer ist. Aber wenn ich da mal ein gutes Angebot erwische, dann werde ich mir die im nächsten Jahr auf jeden Fall holen. Als viertes noch eine Kassette. Und zwar habe ich euch ja in meinem Unboxing-Video von dem Paket aus Kolumbien ja die Bad-Schallplatte gezeigt aus Kolumbien, die Todo Mi Amo Eres Tu mit drauf hat. Und diese Version gibt es auch als Kassette. Und die hätte ich natürlich schon gerne, um dann einfach beide Versionen zu haben. Ich bin einfach mal optimistisch, dass ich die nächstes Jahr finde. Und das letzte ist wahrscheinlich das realistischste. Das ist die Moonwalker Box aus Japan, wo neben der Blu-ray von Moonwalker auch noch ein T-Shirt drin ist. Also so ähnlich wie diese This Is It Version mit dem T-Shirt aus Japan, die ich euch mal gezeigt habe. Müsste auch 2010, also im selben Jahr, erschienen sein. Die habe ich dieses Jahr schon ein oder zweimal fast gekauft, aber dann war sie mir doch ein bisschen zu teuer. Mal gucken, ob ich dann nächstes Jahr nochmal ein etwas besseres Angebot finde oder dann halt die paar Euro noch zusätzlich locker machen kann, um mir die zuzulegen. Wie gesagt, ich gucke einfach nochmal in einem Jahr, was davon ich dann wirklich in 2021 bekommen habe. Ich hoffe natürlich, dass es gleich mehrere von den Dingen sind. Wir werden es dann sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall zum Abschluss dieses Jahres einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank, dass ihr immer meine Videos seht. Ich freue mich immer über die Bewertungen und Kommentare von euch. Abonniert auch noch meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und folgt mir auf Instagram. Wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss.